Aufgabe. 10 liefert ein paar Beispiele mit Gleichungen, die erstmal beliebiger Art sind. Und wenn man hier bei dem ersten Beispiel der Aufgabe A sich die Gleichung anguckt, dann sieht man hier, wir haben zweimal den Term 1 minus z Quadrat. Wenn dieser Term hier 0 ist, dann ist natürlich ganze Gleichung 0. Das heißt, dann ist das Ding immer erfüllt. Wenn z eine beliebige Zahl ist, dann ist das immer der gleiche Faktor. Dann müssen es endlich x und 1 minus y gleich sein. Das heißt also, ist x gleich 1 minus y, haben wir die restlich, haben wir einen Teil der Lösung. Der andere Teil ist also, wenn dieser Ausdruck hier gleich 0 ist. Und dann ist das immer der Fall, wenn z plus minus 1 ist. Das heißt, hier brauchen wir eigentlich gar nicht rechnen. Hier muss man nur mal ganz genau hinsehen. Das reicht schon. Und bei der nächsten Gleichung, da haben wir irgendwas hoch 3. Das geht nicht als quadratische Gleichung, aber auch hier hilft wieder ganz genaues Hinsehen. Und dann sieht man, ah, es kommt in jedem Term ein x vor, ein x ausklammern. Dann habe ich wieder ein Produkt mit zwei Termen, wo ich jeweils den einzelnen Term mir anschauen kann und sagen kann, okay, ist entweder der Term 0, dann ist das alles 0, oder der in der Klammer gleich 0, dann ist alles 0. Das heißt also, entweder das x gleich 0 oder meine quadratische Gleichung gleich 0. Und dann kriege ich hier einen Ausdruck heraus, der hier unten unter dem kleiner ist als 0, also negativ. Und darum ist das Ganze nicht lösbar in R. Damit ist das hier, die x gleich 0, die einzige Lösung in R. Im Teil B haben wir es mal mit einer Bruchgleichung zu tun. Und auch hier gilt immer wieder erstmal ganz genau hingucken. Also bei all diesen Aufgaben muss man immer erstmal sagen, okay, wir gucken erstmal ganz genau hin und schauen uns das mal an. Wir können natürlich sagen, okay, wir haben hier unten einen Nenner und da wir ansonsten keine weiteren Brüche haben, ist das auch der Hauptnenner, mit dem können wir multiplizieren. Multiplizieren wir aber mit dem Nenner, müssen wir immer aufpassen, dass das hier, was hier unter, also mit dem wir dann multiplizieren, ungleich 0 ist. Erstmal. Oder auch noch definiert ist, weil das hier fällt ja dann weg. Die Information ist dann nicht mehr vorhanden. Müssen wir erstmal gucken, okay, Wurzeln, das muss immer positiv sein. Und es darf nicht gleich 0 sein. Also muss letztendlich betraglich z größer als 1 sein. Dann kann ich mir den Zähler anschauen. Der Zähler, den kann ich wieder aufteilen in z mal z minus 1. Denn umgekehrt, wenn ich das hier wieder rein multipliziere, dann komme ich auf das obere. Also ist entweder z gleich 0 oder z minus 1 gleich 0, also z gleich 1. Und da aber für diesen Teil z gleich 0 oder z gleich 1 sein soll, und ich aber hier die Bedingung habe, z ist größer als 1, habe ich keine zulässige Lösung, da ja z nicht zwischen minus 1 und 1 liegen darf. Also immer auf die Definitionsbereiche achten. Man kann natürlich auch sagen, okay, ich gehe mal mit meiner minus 1 her, setze die mal hier ein. Dann hätte ich minus 1 zum Quadrat ist 1, minus 1 ist 0. Und dann würde ich sagen, okay, geht nicht. Und weil ich hier oben das ausgeschlossen habe, darf ich hier auch Äquivalenzzeichen machen. Aber das darf ich natürlich hier unten nicht vergessen haben. Also ganz wichtig, immer darauf achten, was habe ich vorher ausgeschlossen gegebenenfalls. So, im Teil B haben wir wieder eine Bruchgleichung. Auch hier wieder bitte darauf Acht geben, dass hier unten keine Null entsteht. Wir haben jetzt hier was, ansonsten haben wir hier kein Problem in dem Ausdruck. Das heißt also, ich darf das mit diesem Ausdruck multiplizieren, mit dem Term, wenn x ungleich plus oder minus 3 ist. Denn 3 hoch 4 ist 81 und minus 3 hoch 4 ist auch 81. Wenn ich das raus habe, dann kann ich mir den oberen Term angucken. Dann ist entweder x gleich 0 oder der andere Term gleich 0. Quadratische Gleichung kann ich wieder lösen. Und dann kriege ich raus, x ist entweder 3 oder x ist minus 1 und x gleich 0 haben wir auch. E3 haben wir hier gerade rausgefunden, ist keine zulässige Lösung, also muss ich den rausnehmen.
Nur diese beiden Zahlen sind Lösungen. Jetzt kann das sein, dass das Ganze noch einen Produktionsprozess beschreibt, dann ist das natürlich auch keine zulässige Lösung, weil man kann ja keine negativen Mengen produzieren. Also immer auf die Definitionsbereiche achten und zweckmäßigerweise auch irgendwie eine Probe vielleicht. Im Teil C haben wir es mit den Exponentialgleichungen zu tun. Das heißt, unsere Variable ist im Exponenten. Und man kann das entweder so schreiben, dass wir gleich einen Exponenten hier haben, 1 durch 81. 81 ist ein Vielfaches von 3. Und nicht nur das, es ist sogar 3 hoch 4. Also kann ich das auch schreiben als 1 durch 3 hoch 4 oder 3 hoch minus 4. Und dann kann ich hier einen sogenannten Exponentenvergleich machen. Und direkt nur die Exponenten vergleichen, denn die Basen sind ja gleich. Da muss nämlich auch irgendwo im Exponenten das Gleiche stehen und kriege dann raus, x ist gleich minus 5 Drittel. In dem Ausdruck ist das Ganze etwas schwieriger, denn ich kriege jetzt hier raus, e hoch minus 3x soll irgendwie 16 Fünftel sein. Das kann keiner mehr im Kopf und ein Exponentialvergleich ist da auch Unsinn. Das heißt, man logarithmiert zum Beispiel mit dem Logarithmus zur Basis e, ist ln e, also ist der natürliche Logarithmus, hätte jeden beliebigen anderen nehmen können, dann wäre das nur hier vorne nicht direkt weggefallen. Wir haben aber den nun genommen. Das heißt, wir können den Exponenten runternehmen. Hier müssen wir natürlich die Logarithmusfunktion noch drum schreiben. Jetzt können wir hier das hier mitnehmen, die hoch minus 3, also durch minus 3 oder alternativ Multiplikation mit dem Kehrwert, also mal minus 1 Drittel. Und dann haben wir x ist minus 1 Drittel ln 16 Fünftel oder so aufgeschrieben oder so aufgeschrieben oder so aufgeschrieben. Und alle drei sind gleich schön. Sie müssen nur wissen, wenn Sie irgendwie Lösungen aufgeschrieben haben und die irgendwie in dieser Form vorkommen. Sie haben zum Beispiel das so aufgeschrieben, dass genau das gleiche ist wie das. Deswegen muss man auch immer wissen, wie das gemeint ist. So, im Teil D haben wir es da mal mit Logarithmusfunktionen zu tun. Das heißt, wir müssen den umgekehrten Fall machen. Wir müssen da die Exponentialfunktion drauf anwenden. Und wenn wir das machen, bitte auf beiden Seiten hier, geht es dann weg. Da bleibt es natürlich stehen. E hoch 0 ist praktischerweise 1. Dann kann ich die 1 auf die andere Seite bringen, PQ-Formel anwenden. Den Spaß hatten wir ja schon oben. Analog hier in dem Fall gucken, aha, wenn ich die Nullstelle für dieses Ding da suche, dann muss ich gucken, wann ist das hier innen drin gleich 1. Das heißt also, ich habe wieder eine quadratische Gleichung, PQ-Formel anwenden und kriege was heraus. Allerdings muss ich noch dazu sagen, dass das, was hier innen drin steht, das muss größer als 0 sein, denn der Logarithmus ist nur für positive Zahlen definiert. Der sieht ja so aus. Also wir sehen hier, x ist größer als 0. Und damit ist nur der Teil eine Lösung.